Spiel starten. Boni. Wir gucken uns mal die Bonusinhalte an. Bonusspiel Shadows of Rose. Das ist das, was wir noch machen werden. Die Söldner. Zusatzmission werden wir natürlich auch spielen. Bonusinhalte, Boni-Shop, Filme, Concept Art, Modelle. Herausforderungen, Concept Art, Isens Geschichte. Wir gucken mal in den Boni-Shop. Bonusspiel die Söldner. Zusätzliche Waffe WCX. Karambit. Ah, okay. Das war, glaube ich, die von Chris vorhin gewesen. USM auf jeden Fall. Ah, nee, die Dragoon war das. Die WCX hatte er gar nicht. Hand Cannon PZ. Raketenpistole. LZ Arthur. Es gibt ein Laserschwert? Schließen Sie im Modus, Sie sollten alle Level mindestens mit Rang SP ab, um das LZ Answerer zum Kauf freizuschalten. Unendliche Munition Lemi. Ja, geil. Um dieses Objekt zum Kauf freizuschalten, muss die Lemi voll aufgerüstet und vollständig modifiziert sein. Ja, also vieles, was wir... Wie gibt's denn hier? Immer so. Unendlich Munition, USMAI, Dragoon. Modell Ethan Winters. Ah, warte mal, das würde ich mal mitnehmen. Mia Winters. Ich will nämlich mal was gucken. Der Duke. Die Hexe. Lykan. Okay. Varkolak. Okay, ist auch so. Urias. Wir gucken uns noch mal so ein bisschen was an. Oh, Alcina Dimitrescu nehme ich natürlich auch mit. Ganz ehrlich, da können wir genauso gut. Weißt du was? Ich nehme mal hier alle mit. Lykan groß. Cassandra Dimitrescu, Daniela, Moroika, das sind diese Standardgegner gewesen. Samka sind die Fliegenden, Mutierte Lady Dimitrescu, Donna Beneviente und Angie. Die Angie im Deutschen übrigens, by the way, von Lara Loft gesprochen, für die, die sie kennen. Eisenberg, Paula, Soldat 1, Soldat 2, Soldat Jet, Soldat Panzer, Sturm. Mutierter Heisenberg, Chris Redfield, Amber Ice, Cannon, Nighthall, Lobo. Dass die alle Namen haben, interessant. Mega Myzet. Urias Estrella. Miranda. Mutierte Miranda. Muss ich mir gleich auch nochmal angucken. Fliegende Form, Spinnenform, Berserker. Rosemary Winters erwachsen. Okay, hier die von den Waffen interessieren mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Steak, Karambit, Dragoon, Thor's Hammer, Modell, also sind halt nur wirklich Modelle. Ja, okay, cool. Ich muss jetzt ein bisschen ganz nach unten gehen. Ethan Winters, natürlich, das Gesicht ist schwarz. Man hat niemals, was ist das, da unten ist der Mr. Everywhere-Anhänger. Was zur Hölle? Man hat nie sein Gesicht gesehen. Nicht ein einziges Mal. Mia Winters. Aber ein paar möchte ich mir ganz gerne mal angucken. Okay. Ah, wir können auch reinzoomen. Okay. Das sieht schon echt cool aus. Das sieht schon sehr nice aus. Urias. Ein Hammer einfach. Nice. Nein. Also, Alcina Dimitrescu. Jo. Okay. Ich kann leider nicht ein bisschen höher näher ranzoomen. Ich wollte Fanservice bieten, aber ging leider nicht. Dann hier. Auf dem Po. So. Habt ihr was gesehen? Oh, mit dem Gewand, wie das hier so. Oh, guck mal, wie das fliegt. Oh, das ist ja nice gemacht. Holy shit, ist das cool. Oh, ich liebe die. Das ist sehr geil. Und der war einfach größer als er selbst. Cassandra Dimitrescu. Daniela. Okay, ich brauche mir die jetzt nicht alle angucken. Samka. Nein. Ah, oh, die Zunge. Charlie, halt hier unsere Zunge fest. Ah, Mutierte Lady Dimitrescu. Ah, wunderschön. Ich glaube, ich bin verliebt.
Donna Beneviento und Angie. Hier nochmal das Kackebaby. Hat man ja, wir haben es ja im Spiel nicht so wirklich gesehen. So sieht das Kackebaby also aus. Geht es dir gut? Ja. Alles perfekt. Das ist ganz normal. Mutierte Morio. Ja, hier. Für alle, die noch ein bisschen Fisch essen wollen. Karl Heisenberg. Ich muss echt sagen, ich finde ihn halt voll cool. Ich mag auch seinen Klamottenstil. Mag ich. Sehr cool. Nice. Was sind die ganzen? Da haben wir nochmal hier. Er hat seine Arme abgeschnitten. Mutierter Heisenberg. Gut, der. Das ist halt einfach ein Haufen Schrott. Der sieht jetzt nicht so cool aus. Amber-Eis. Da. Megamycet. Urias Stretcher. Das ist der Bruder. Dem wachsen ein paar Tentakel aus dem Rücken. Miranda. Normale Miranda. Aber ich muss ja echt sagen, die sieht halt echt nice aus. Die sieht sehr, sehr cool aus. Ist zwar so ein bisschen auch creepy, so erinnert mich ein wenig an den Struwwelpeter mit den Fingernägeln hier. Oder den langen Fingern im Allgemeinen. Aber trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Fliegende Form. Sehr nice. Und nochmal die Spinnenform. Mal ein bisschen rauszoomen, ist viel zu groß. Also ich muss sagen, Miranda, die war schon sehr cool. Miranda Berserker. Ah, okay. Und ich gebe euch nochmal die Rosemary Winters. Guck mal, sie sieht doch lieb aus. Ich finde, sie hat so ein richtig liebes Gesicht. Ah, guck mal, wir können doch hier nochmal so ein bisschen aufs Gesicht zoomen. Ich finde, sie sieht lieb aus. Ich finde sie auch sehr geil designt, die Charaktere. So. Aber es muss einfach sein, für alle, die es interessiert, jetzt hier Fanservice. Okay. Ich hab's gemacht. Aber sehr geil. Sehr, sehr geil. Concept Art, Modelle, Herausforderungen. Isens Geschichte. Was ist das? Da können wir uns das ein bisschen angucken. Also ich werde das jetzt nicht alles durchgucken. Resident Evil 7. Okay, das ist alles aus 7 noch. Guck mal, das sind so die ersten Entwürfe gewesen für die mutierte Margaret auf der Jagd nach Ethan. Ihre Arme und Beine sind auf schauderhafte Weise durch das Virus verformt. Guck mal, das sind so die ersten Artworks von, den ganzen, wie das alles aussehen soll. Das ist ja cool. Kann ich nicht einfach Kommentar umblättern, Artwork wechseln? Spiel ist einfach toll. Ja, echt. Das ist sehr, sehr geil. Ein vorübergehendes Design für den Raum hinter dem Kinderzimmer. Anstelle von Evelyn ist eine lebensgroße Puppe platziert. Erinnert euch, wir sind da ja reingeklettert unten. Und das war wahrscheinlich das finale Design für das Zimmer. Ihr könnt es halt, also, das steht halt hier. Ihr seht es immer nur so halb, weil ich da so ein bisschen vorsitze. Okay, das ist echt geil. Dieses Konzept zeigt die erste Begegnung mit einem vierbeinigen Mollet in Lukas Bereich. Okay. Lukas. Ah, guck mal, das ist hier das, da oben links das Bild, was wir ja gesehen haben. Concept Art für einen letztendlich nicht im Spiel umgesetzten Kampf. Mia und Ethan sollten beim Verlassen des Hauses in dem schlammigen Gewässer gegen Jack kämpfen. Ah, das ist, es ist also mal geplant gewesen, dass die auf dem Boot gegen Jack kämpfen sollten. Okay. Kann natürlich sein, dass sie den Kampf dann umgeplant haben und der dann im Haus stattgefunden hat. Oh, ich kann nicht weiterschalten. Hier sind wir bei Resident Evil Village. Also ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Der Bosskampf gegen den mutierten Heisenberg in seiner finalen Form. Ach, guck mal, die Hound Wolf Squad. Schön. Ah. Aber krass, wie sich das alles so entwickelt hat, ne? So mit den ersten Artworks und so.
Ein grobes Design der mutierten Miranda. Zu der Zeit sollte sie sich noch in eine Schimmelkreatur verwandeln. Ach, guck mal vor allem hier oben, wie das aussieht. Das ist sehr geil. Eine Schimmelkreatur. Das finale Design ist Miranda viel ähnlicher, was besser zur Handlung passte. Ich muss auch sagen, das mag ich auch sehr, sehr gern. Nice. Die Charakterdesigns für Resident Evil 7 enthielten ein paar Charaktermodelle, die entweder anders oder gar nicht in der finalen Version des Spiels erschienen. Eines davon ist der Hund. Chris sollte eigentlich mittleren Alters sein. Okay, Peter, Manuel, achso, das ist dieses Team gewesen. Mia, Ethan, hier ist mal das Gesicht zu sehen. Alan Douglas, okay, keine Ahnung, den gibt's gar nicht. Dave Anderson, das ist dieser Cop gewesen. Und der Hund wurde auch nicht übernommen. Evelyn, Molded, Chris Redfield, okay, da ist er schon ein bisschen älter. Margaritas, Annabelle, okay, das ist Zoe, hier als Annabelle dargestellt. Kevin, Lukas sollte mal Kevin heißen. Mac für Margaret und Jack, den seht ihr ja auch noch. Krass. Concept Art. Oh, guck mal, ein paar Arts von Ethan Winters. Ich frage mich aber echt, warum sie das Gesicht nicht zeigen. Achso, sie sind jetzt wieder vorne, fangen wir vorne an. Sehr, sehr geil. Ah, ich liebe das. Finde ich sehr cool. Bericht über den Bakers-Vorfall. Okay, was haben wir hier? Dieser Bericht fasst die Ereignisse meiner Recherche zusammen, die ich nach den Geschehnissen auf dem Anwesen der Familie Baker begangen. Der Baker-Vorfall Juli 2017, viele Menschen verloren während der Tragödie, die sich in den kleinen amerikanischen Gemeinden auf dem Privatgrundstück eignen, ihr Leben. Die genaue Anzahl der Opfer kenne ich bis heute nicht. Zwei Überlebende, das Ehepaar Ethan und Mia Winters, hätten etwas Licht auf diese Ereignisse werfen können und sie hätten damit ohne Zweifel die Welt erschüttert. Aber die Sache wurde vertuscht und die Winters sind verschwunden. Jemand oder etwas Mächtiges arbeitet im Hintergrund, das weiß ich einfach. Ich entschloss mich dazu, der Sache nachzugehen und Stück für Stück zusammenzusetzen, was nach dem Vorfall geschah. Wie ich mir so sicher sein konnte? Ich war auch dort. Beginnen wir damit zu überlegen, wie in den Medien von dem Vorfall berichtet wurde. Ein paar Zeitungsausschnitte aus der Zeit sollen zeigen, wie die Nachrichten damals manipuliert wurden. Ich finde das gerade spannend. Erstens der erste Bericht nach dem Fund. Lokalzeitung The Dalby Daily am 20.07.2017. Vierköpfige Familie in Dalby tot aufgefunden. Laut dem Polizeibüro von Dalby wurde die Familie Baker in ihrem Haus im Norden Dalby am 21. Juli tot aufgefunden. Bis auf die Namen der vier Opfer, Jack Baker, seine Frau Margaret, ihr Sohn Lukas sowie ihre Tochter Zoe, sind bisher keine weiteren Details bekannt. Vor allem Zoe hat ja überlebt. Finder der Leichen war Deputy Sheriff Riley Whiteford, der im Rahmen von Ermittlungen das Anwesen der Bakers aufsuchte, nachdem Deputy Sheriff Dave Anderson am 19. Juli vermisst gemeldet worden war. Das ist der, der getötet worden ist von Jack. Posts in sozialen Medien abgerufen am 22.07.2017. Das mit der toten Familie, hat das was mit dem riesigen schwarzen Monster-Ding zu tun? Du meinst, das Ding hat sie gefressen? Lol, zu viel Horrorfilme geguckt oder was? Der alte Jack hat manchmal ziemlich verrückte Sachen gesagt. Kann mich erinnern, dass er öfters in Schlägereien geraten ist. Kann mir gut vorstellen, dass er das war mit seiner Familie und sich dann selbst die Kugel gegeben hat. Abschrift einer Beschwerde an das Polizeibüro des Countys. Ich fasse es nicht. Das Ganze ist jetzt 2 Tage her und ihr habt nichts Neues zu berichten? Nicht mal, ob es Mord war? Oder Selbstmord? Ein Unfall? Und warum sperrt ihr die Nationalgarde bitte das Gebiet ab? Was verheimlicht ihr uns? Nach dem Fund wurde nur wenig berichtet und Gerüchte und Spekulationen über den Vorfall breiteten sich aus wie ein Lauffeuer. Die Absperrung des Hauses sowie der Umstand, dass die Bakers weitgehend isoliert vom Rest der Gemeinde gelebt hatten, schürten weiteres Misstrauen. Ich erinnere mich, dass der öffentliche Druck auf die Medien, weitere Informationen zu veröffentlichen, die damals riesengroß war. Ich gebe zu, dass ich zu der Zeit bei einer gewissen Organisation unter Quarantäne stand und mir zunächst jeglicher Zugang zu den Nachrichten verwehrt wurde. Ein paar Tage später erlaubten sie mir schließlich fernzusehen und ich war geschockt von der Diskrepanz zwischen Berichterstattung und Wirklichkeit. Zweitens, die Vertuschung. Lokalzeitung The Dalby Daily am 30.07.2017. Polizeibüro nennt natürliches Gas als Ursache für Tod der Familie Baker. Im Fall der verstorbenen Familie Baker hat das Polizeibüro des Countys Dalby nun erklärt, dass es sehr möglich ist, dass ihr Tod durch einen Schwefelwasserstoffaustritt verursacht wurde. In der Region gäbe es viele Feuchtgebiete, die in Kombination mit einer konzentrierten Verschmutzung zur Ansammlung toxischen Gases geführt haben könnten, die der Familie Bakers letztlich zum Verhängnis wurde, so das Polizeibüro weiter.
Der Austritt sei nun nicht mehr möglich, allerdings hätten die Behörden zur Verhinderung weiterer Unfälle das Gebiet abgesperrt. Folgende Opfer sind bekannt. Verstorben Jack Baker, Margaret Baker, Lucas Baker, Zoe Baker, Dave A., Clancy J., André S., Peter W. Das sind, glaube ich, auch die vom Framera-Team teils. Dave ist der Polizist gewesen und die letzten drei waren dann die vom Kamerateam, also von die da diese Serie drehen wollten. Verletzt Ethan Winters, Mia Winters. Post in sozialen Medien abgerufen am 30.07.2017. Tödliche Schwefelwasserstoff? Meinen die nicht ernst, oder? Hab gehört, als es passiert ist, waren da Soldaten, Panzer, Helis, das ganze Programm. Die Regierung plant irgendwas, ich sag's euch. Die da oben, die Echsenmenschen. Das sind sie, die Verschwörungstheoretiker. War ja klar, nach der Sache in Raccoon City sind auch schon so ein paar Spinner aufgetaucht. Aber da war dieses schwarze Monsterding und das Satellitenfoto vom Schiffswrack. Also wer das nicht verdächtig findet. Magazin Inspektor. Ein Interview mit Sally Baldwin, Professorin für Geologiewissenschaften an der Minden University. Interviewer, sie stützen demnach die Einschätzung des Polizeibüros, der nach zu urteilen, es sich um einen Gasleck handelt, nicht? Professor Baldwin? Natürlich ist es nicht völlig ausgeschlossen, aber zieht man alle Dinge in Betracht, wäre es doch äußerst ungewöhnlich. Schwefelwasserstoff sammelt sich normalerweise in Gegenden mit vulkanischer Aktivität an, die in der Gegend von Dalvey aber in keinster Weise vorhanden ist. Bei einer geologischen Untersuchung, die ich 1998 in dieser Region durchführte, gab es zudem keine Hinweise auf Schwefelwasserstoff. Ein natürlicher Gasaustritt, das war der Vorfall, die offizielle Stellungnahme zum Baker-Vorfall. Aber das sind alles Lügen, ich sag euch's. Kein Wort über die Morde, nichts über die furchterregenden Monster, die im Haus wohnten und durch die Gänge schlichen. Offensichtlich wollte jemand die Wahrheit vertuschen. Was mich jedoch am meisten überraschte, war, meinen Namen auf der Liste der Opfer zu sehen. Ich stand zu der Zeit noch bei der Organisation unter Quarantäne. Meine größte Angst war, dass ich am Ende wirklich zu den Toten gehören würde. Aber zum Glück waren diese Sorgen unbegründet. Ich erhielt von der Organisation eine neue Identität und man ließ mich gehen. Sie hatten wohl verstanden, dass ich harmlos war und nichts weiter wusste. Ich durfte anscheinend zu meinem eigenen Schutz unter neuem Namen weiterleben. Ich versuchte, die anderen Überlebenden, Ethan und mir, zu kontaktieren. Sie hatten mir schließlich das Leben gerettet. Ich wollte ihnen wenigstens danken, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Wer ist das? Ich wusste, dass die Organisation den Aufenthaltsort der beiden kannte. Deshalb begann ich, ein paar Nachforschungen über die Organisation anzustellen, die BSAA. BSAA, Bioterroristische Security Assessment Alliance, eine Antiterrororganisation unter dem Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Sie wurde von der Pleite der Umbrella Corporation gegründet, um den vermehrten Bioterrorismus Herr zu werden. Die BSAA war bereits überall auf der Welt gegen Terrorismus im Einsatz, darunter China und Europa, und genießt als Polizei für Bioterrorismus großes Ansehen. Sie war es auch, die beim Baker-Vorfall eingriff und schließlich Ethan, Mia und mich rettete. Während meines Aufenthalts in der BSAA-Einrichtung konnte ich mit ein paar ihrer Mitglieder Kontakte knüpfen. Ich habe ihnen die Situation erklärt und konnte sie schließlich überzeugen, mir Einsicht in streng geheime Dokumente zu geben. So fand ich heraus, dass keine andere als die BSAA selbst die Wahrheit hinter dem Baker-Vorfall zu vertuschen suchte. Puh, okay. Ich frage mal kurz in den Chat, wollt ihr, dass ich weiterlese oder ist das dann doch ein bisschen too much? Ich meine, das sind jetzt 28 von 80 Seiten, die wir haben. Muss mal kurz was trinken. Lese weiter. Ja, es juckt mich auch ein bisschen Finger, muss ich gestehen. Ah. Ich meine, wer das nicht interessiert, der muss es ja nicht sehen, ne? Alles gut. Drittens, die verborgene Wahrheit. Magazin Inspektor. Geheimes Treffen zwischen Sheriff und international agierender Organisation. Einer unserer Reporter konnte Beweise für ein geheimes Treffen zwischen Dalveys Sheriff Coleridge und einer internationalen Organisation namens Bioterrorismus Security Assessment Alliance, kurz BSAA, finden. Es wurde bereits mehrere Bedenken hinsichtlich der Legitimität der Einschätzung des Sheriffs geäußert, der Vorfall auf dem Anwesen der Bakers sei auf ein Giftgasleck zurückzuführen. Inspektor vermutet, dass an der Geschichte mehr dran sein könnte und der Sheriff gemeinsam mit der BSAA etwas zu vertuschen versucht. Das Polizeibüro wollte sich auf unsere Anfrage hin nicht zu der Sache äußern. BSA-Ermittlungsabteilung. Abschließender Bericht zum Baker-Vorfall. Es folgt eine detaillierte Darstellung der Erkenntnisse der Untersuchungen zum biologischen Unglück in Dalvey, Louisiana, auch bekannt als Baker-Vorfall. Dieses Dokument richtet sich an Mitarbeiter mit Freigabe B und darüber. Die Abteilung kommt zu dem Schluss, dass der Baker-Vorfall durch eine versehentliche Kontamination mit einem Biowaffenprototyp namens Evelyn verursacht wurde.
Die Mitglieder der Familie Baker waren mit Mutamycet, einem pilzähnlichen Pathogen, kontaminiert. Evelyn war in der Lage, diesen Pilz in kurzer Zeit in großen Mengen zu produzieren und mit ihm infizierte Personen physisch und mental zu kontrollieren. Die Bakers blieben dabei nicht die einzigen Opfer. Evelyn brachte die Familie dazu, mehrere Dutzend Menschen zu entführen, die daraufhin infiziert und in monsterähnliche Kreaturen namens Moldet verwandelt wurden. Evelyn war ursprünglich vom international agierenden Verbrechersyndikat The Connections in einer Münchner Forschungseinrichtung erschaffen worden. Das sind die Deutschen wieder im Spiel. Ein BSAA-Team war damit beauftragt worden, Evelyn zu zerstören, allerdings schlug die Mission fehl und Evelyn entkam. The Connections überführte Evelyn daraufhin gemeinsam mit ihrer Betreuerin Mia Winters via Schiff in die USA. Voll das Hörbuch hier. Ah. Während des Transports gelang es Evelyn jedoch zu entkommen. Sie ermordete den Großteil der Schiffscrew und zerstörte das Schiff. Wir glauben, dass sie das Schiff verließ, nachdem es in der Nähe des Anwesens der Bakers auf Grund lief. Die erwähnte Mission zur Zerstörung Evelyns war ein Versagen auf Seiten der BSAA. Es ist unbestreitbar, dass dies die Infektion unschuldiger Zivilisten durch Evelyn zur Folge hatte. Sollte hierin genanntes je ans Licht kommen, wird sich die BSAA in der Sache verantworten müssen. Wir empfehlen daher den Medien, eine glaubwürdige Erklärung für den Vorfall zu liefern und über eine Beteiligung der BSAA stillschweigend zu bewahren. Ende des Berichts. Aber waren die Connections nicht eigentlich böse? Ich meine, Lukas gehörte denen doch an. Lukas hat ja für die gearbeitet und hat ja für die dann diese ganzen Experimente durchgeführt. Also so wie ich das verstanden habe in den DLCs von Teil 7, war ja auch die BSAA hinter den Connections her, weil die eben diesen Bioterrorismus verbreitet haben. Analysebericht zum E-Serien-Mutamycet. Bericht zur Bioanalyse des auf dem Anwesen der Baker gefundenen E-Serien-Mutamycets im folgenden Mutamycet. Das Mutamycet ähnelt in seinen Eigenschaften denen von Cladosporium, ein Schwärzepilz, und verfügt über eine außergewöhnlich hohe Reproduktionsrate. Es verhält sich wie ein Parasit, infiziert also die Zellen seines Wirts und überschreibt dabei deren DNA. Es kann sich weiterhin mit Bakterien zusammenschließen und dann ein eigenes Muskelgewebe, Gehirn sowie Nervensystem aufbauen. Und wenn man sich das mal so überlegt, das ist eigentlich gar nicht mal so unrealistisch, was hier steht, so auf unser Leben bezogen. Weil, wenn man so guckt, was Pilze alles können. Ein mit Mutamycet infizierter Organismus verwandelt sich in der Folge in eine Art untotes Monster. Ende des Berichts. Bericht zur Biowaffe Evelyn. Evelyn ist eine menschliche Biowaffe, die durch die Implantation von Mutamycet in einen menschlichen Embryo erschaffen wurde. Ist das vielleicht auch dieses Kadu? Sie hat die Fähigkeit, über ein Netzwerk aus Schimmel Wirte zu infizieren, daraufhin deren Gehirne über wellenförmige Signale zu kontrollieren. Nee, es ist nicht Kadu, fällt mir gerade ein, weil Kadu wurde ja von Miranda erschaffen und Evelyn ist ja von Umbrella geschaffen worden. Natürlicher Instinkt trieb Evelyn dazu an, eine Familie zu erschaffen. Die von ihr Infizierten und Kontrollierten sollten ihr als Ersatzfamilie dienen. Allerdings führte ein angeborener Chromosomdefekt dazu, dass Evelyns Zellen sich mit erhöhter Geschwindigkeit erneuerten, wodurch sie rapide alterte und daraufhin verstarb. Ende des Berichts. Bericht zu The Connections. The Connections sind ein Verbrechersyndikat ohne festen Sitz. Aber ihre Struktur ist nicht bekannt. Über ihre Struktur ist nichts bekannt. Wir wissen jedoch, dass sie auf internationaler Ebene agieren und in den letzten Jahren vermehrt in Osteuropa aktiv waren. Sie scheinen sich vornehmlich der Fertigung und des Verkaufs von Biowaffen zu widmen. Evelyn war eins ihrer Produkte. Okay, sage ich ja. Die waren dafür verantwortlich, den Bioterrorismus voranzubringen. Verlässliche Quellen bestätigen, dass das Unternehmen von Brandon Bailey gegründet wurde. Bailey, der äußerst gerissen ist, war einst die rechte Hand von Oswald E. Spencer, CEO und Präsident der Umbrella Corporation. Sein derzeitiger Status sowie sein Verbleib sind unbekannt. Okay, da würden wahrscheinlich auch wieder die Leute, die tiefer im Resident Evil Lore drin sind, mehr zu wissen. Oswald E. Spencer hatten wir ja einen Brief im Spiel gefunden, den er an Miranda geschickt hatte. Bailey und Spencer entfremdeten sich aufgrund ihrer abweichenden Vision und Bailey nutzte die Verbindung, die er als Leiter des Umbrella Africa Research Center geknüpft hatte, um das Verbrechersyndikat zu formen. Das Hauptziel des Unternehmens scheint ausschließlich kommerzieller Natur. Weitere Untersuchungen laufen. Ende des Berichts.
Den streng geheimen Berichten der BSAA zufolge war der Baker-Vorfall, wie ich ihn kenne, nur ein weiteres Ereignis in den Aufzeichnungen. Diese schicksalhafte Nacht, als der Tanker im Bayou auftauchte. Jack brachte das kleine Mädchen vom Schiffswrack nach Hause. Dann hat sie alle zu Wahnsinnigen werden lassen und zu Monstern gemacht. Die BSAA wusste das, als sie die Medien manipulierte und die ganze Sache vertuschte. Für eine Organisation, die den Vereinten Nationen direkt unterstellt ist, ist das ein leichtes. Niemand durfte erfahren, dass sie es gewesen war, die Evelyn den Grund für den Vorfall hatte entwischen lassen. Ich habe übrigens eine Vermutung, wer das geschrieben haben könnte, aber ich lese erstmal weiter. Ich setzte meine Recherche fort und erfuhr endlich, wo Ethan und Mia waren. Viertens, Verbleib der Winters. BSAA Ermittlungsabteilung, Abschrift der Befragung von Ethan Winters. Beginn der Aufzeichnung. Fangen wir an. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihre Beschäftigung. Ethan. Ethan Winters. Ich bin Systemingenieur. Wie oft müssen wir das noch durchkauen? Wann lassen Sie uns endlich in Ruhe? All unsere Befragungen waren notwendig, um herauszufinden, ob Sie selbst an der Sache beteiligt waren. Wir verstehen jetzt, dass Sie in diesem Vorfall lediglich ein Opfer waren. Also, lassen Sie uns gehen? Ja, unter einer Bedingung. Und die wäre? Ihre Frau und Sie bleiben unter unserer Beobachtung. Im Gegenzug kümmern wir uns für Sie um ein neues Zuhause in einem neuen Land. Wie bitte? Sie meinen, wir sollen unser altes Leben komplett aufgeben? Und Moment, ein neues Land? Sie wollen, dass wir in ein anderes Land ziehen? In ein wirklich reizendes Land in Osteuropa, um genau zu sein. Europa? Sie wollen mich wohl verarschen? Warum sollten wir... Sie sind Zeuge in diesem Vorfall und es gibt eine kriminelle Organisation, die bereits nach Ihnen beiden sucht. Wir tun das zu Ihrem Schutz, Zeugenschutz, wenn Sie so wollen. Aber Europa? Ohne uns zu fragen? So können Sie das, was Sie hier erlebt haben, hinter sich lassen und ein neues Leben beginnen. Es ist besser für Sie beide. Ich bezweifle, dass wir das jemals werden vergessen können. Ich möchte mit meiner Frau über die Sache sprechen. Lassen Sie mich bitte mit meiner Frau reden. Ende der Aufzeichnung. BSA Ermittlungsabteilung, Abschrift der Befragung von Mia Winters. Beginn der Aufzeichnung. Den Untersuchungen zufolge sind Sie jetzt so gut wie vom Pilz befreit, Mia. Haben Sie es ihm erzählt? Das von meiner Vergangenheit? Nein, als Anerkennung Ihrer Mithilfe haben wir Ihre Beteiligung bei The Connections diskret behandelt. Ich will einfach nur wieder zu einem normalen Leben mit Ethan zurück. Alles vergessen. Ende der Aufzeichnung. Okay, Mia war also Teil der Connections des Verbrechersyndikats? Interessant. Auch wieder was ich nie wusste. Ethan und Mia sind in Europa. Ich war außer mir vor Freude, endlich einen Hinweis zu haben, wo sie sein könnten. Aber an diesem Punkt geriet ich mit meiner Recherche in eine Sackgasse. Die BSAA agiert unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Zwar bekam ich Hilfe von ein paar Kontakten, aber den Aufenthaltsort der Winters kannte niemand von ihnen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, bedenkt man, dass ihnen ein international vernetztes Verbrechersyndikat auf den Fersen ist. 2 Jahre vergingen ohne merkliche Fortschritte. Letztendlich begann ich als junge Reporterin für eine kleine Zeitung in New Orleans zu arbeiten. Der Baker-Vorfall war aus den Köpfen der Menschen so gut wie verschwunden. Dann erreichte mich in meiner winzigen Wohnung eines Tages ein Brief. Und er war von keiner anderen als Mia Winters. Brief von Mia. Hi, wie geht es dir? Ist schon eine Weile her, was? Die von der BSA lassen uns weder Mails noch Briefe schreiben. Aber ich gebe denen hier einen Mitarbeiter, der ihn direkt an dich weiterleitet. Sollte also hoffentlich klappen. Wo wir sind, ist noch geheim. Ich wollte dir immer sagen, wie dankbar ich dir bin. Wärst du nicht gewesen, wären Ethan und ich sicher niemals aus dem Haus entkommen. Es muss schwer für dich gewesen sein, all die Zeit ganz alleine. Also danke. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher bei meiner Vermutung, dass es bei dieser ganzen Berichterstattung und Recherchen von Zoe kommt. Also von Zoe Baker, die ja überlebt hat und wo sie auch eingehend sagte, sie steht auf der Liste der Toten, hat aber einen neuen Namen bekommen. Und es ist ja eine weibliche Person, weil sie sagte, fängt als Reporterin an. Aber mal gucken, es wird bestimmt aufgelöst. Ich kann dir leider nicht sagen, wo wir sind, aber wir sind in Sicherheit und glücklich. Mit dem neuen Leben sind wir endlich etwas runtergekommen. Das Haus, das die BSA uns gegeben hat, ist riesig. Ich weiß gar nicht, was wir mit all dem Platz anfangen sollen. Oh, aber das bringt mich zu dem Grund, warum ich dir eigentlich schreiben wollte. Ethan und ich haben ein Kind bekommen. Ich habe ein Bild von ihr beigelegt. Achtung, sie ist super süß. Ja, ihr kleinen Pups. Das Kind hat die halbe Torte wahrscheinlich auch gegessen. Sie heißt Rosemary. Ich finde den Namen super schön. Du nicht auch? Ich hoffe, du kannst uns irgendwann besuchen kommen und sie treffen. Ethan würde dich auch gerne wiedersehen. Ich habe schon alle möglichen regionalen Rezepte gelernt.
freu dich schon mal drauf. Du musst nicht antworten. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal wieder treffen. Pass auf dich auf. Liebe Grüße, Mia. Ein völlig unerwarteter Brief von Ethan und Mia und sie haben eine Tochter. Ich hatte die Suche nach ihnen schon so gut wie aufgegeben. Mir sind vor Freude fast die Tränen gekommen. Ich war froh zu hören, dass die zwei, nein, drei in ihrem neuen Leben glücklich sind. Gerade als ich den Briefkastendeckel zumachen wollte, fiel mir ein weiterer Brief auf. In den Umschlag war das BSAA-Logo eingeprägt, aber kein Absender vermerkt. Er enthielt folgenden Brief. Schriftliche Warnung des BSAA-Hauptquartiers. Chris, Ihre Aktivitäten erfüllen uns mit Besorgnis. Jüngsten Berichten zufolge haben Sie ohne Befugnis die persönliche Kontrolle über die Elite-Einheit Hound Wolf Squad übernommen, sowie, ebenfalls unbefugt, Einsicht in eine Reihe streng vertraulicher Dokumente genommen. Was planen Sie? Was haben Sie und die Squad in Osteuropa zu schaffen? Wer ist diese Miranda, die mehrfach in Ihren Aufzeichnungen auftaucht? Was soll die Untersuchung der Familie Winters? Seit dem Baker-Vorfall waren Sie sehr kritisch mit der BSAA. Sie mögen einer der Original 11 der Gründungsmitglieder sein, aber ich kann sie nicht länger ungefragt gewähren lassen. Daher erneut meine Frage, was planen Sie? BSAA-Hauptquartier Ermittlungsabteilung. Warum ist das denn mit dabei? Ist wahrscheinlich versehentlich dahingeschickt worden. Auf der Rückseite stand in Handschrift, es ist noch nicht vorbei. Das ist alles, was ich zum Baker-Vorfall zusammengetragen habe. Dieser Bericht ist nur für mich. Ich habe nicht vor, ihn zu veröffentlichen. Ich werde meine Recherche fortsetzen. Viele haben schon versucht, mich aufzuhalten, mir Steine in den Weg zu legen, aber ich tue das für meine Familie. Ich werde nicht aufgeben. Ich weiß, dass ich Ethan und Mia eines Tages persönlich wieder werde danken können. Ich kann zumindest dafür beten. Mein Name ist Zoe Baker und ich bin eine Überlebende dieser Tragödie. Untersuchung zum Baker-Vorfall Ende. Es ist Zoe gewesen. Ich wusste es doch. Ah, schön. Schön, schön, schön. So, Herausforderungen, die haben wir alle abgeschlossen. Oh Gott, gibt's hier viele. Also theoretisch gesehen kann man sich mit dem Spiel eine ganze Weile beschäftigen. Bester Vater des Universums. Schließen Sie den Story-Modus im Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten ab. Überlebenskünstler, Survival-Experte, stellen Sie 300 Objekte her. Okay, man muss das, glaube ich, auch mehrfach durchspielen. Was mich tatsächlich ein bisschen stört an dem Ganzen, und das ist eigentlich so der einzige Grund, warum ich es nicht mehrfach durchspielen wollen würde, ist, weil die Story halt immer gleich ist. Wenn es jetzt so ein Spiel wäre, wo du immer andere Handlungen haben kannst, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, dann hätte ich da durchaus Bock drauf, weil dann könnte man sich zum Beispiel einfach mal hier so neue Waffen im Shop kaufen oder mal mit den neuen Waffen einen alternativen Weg spielen und so. Das ist halt sowohl von der Art, wie man spielt, als auch von der Story immer so ein bisschen anders ist. Das wäre halt cool. Aber gut, wir quatschen relativ viel. Es gab jetzt nochmal eine kleine Lesestunde. Ich denke mal, dass diese Folge ein kleines bisschen länger ausfallen wird, denn ich werde da jetzt keine separate Folge aus dem ganzen Lesen und sowas draus machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebes YouTube. Dann geht es in den Bonus-Content. Ich muss mal schauen, ob wir erst die Söldner spielen oder Shadows of Rose, weil ich nicht weiß, was da mehr Sinn macht und wie lang das ist. Ich frage gerade nochmal in den Chat, kennt ihr beide DLCs? Also Shadows of Rose weiß ich, aber die Söldner-Zusatzmission? Wisst ihr, was damit gemeint ist? Also ist das etwas, was man davor oder danach spielen sollte? Okay, der Chat kennt auch nur Rose. Wir schauen mal rein. Ich glaube, ich werde erstmal kurz die Söldner anspielen, weil mein Gefühl sagt mir, das geht nicht allzu lang. Und dann geht es natürlich weiter mit Shadows of Rose. Ist ein etwas längeres DLC, glaube ich, was ich gehört habe. Zumindest ist das bei dem einen oder anderen, glaube ich, als separates Let's Play aufgeführt. Es bleibt also spannend. Wir werden noch ein paar Folgen mit Resident Evil Village zu tun haben. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Dabeisein. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dran bleibt. Macht es gut. Adios, amigos. Und ciao, ciao.